Also zum Brüder-Busch-Archiv gehören nicht nur unendlich viele Briefe zwischen interessanten Menschen und nicht nur interessant, sondern eben auch alles wirklich sehr sympathischen Menschen. Wir können dankbar sein, dass wir mit so großen Menschen auch da zu tun haben, die hier so eine fantastische Haltung im Dritten Reich gezeigt haben. Gibt es auch sehr schöne Bücher, hier eben Brüder-Busch-Archiv, da vorne der Stempel, und dazu gehören diese schönen Erinnerungen von Erika und Klaus Mann, Escape to Life. Das ist über deutsche Kultur im Exil. Die schreiben über die ganzen Exilanten, die sich in Amerika wieder treffen. Und da gibt es unter anderem eine sehr schöne Erzählung von einem Privatkonzert in New York, wo sich wirklich alles, was Namen hat unter den Emigranten, trifft. Auch Toscanini ist zum Beispiel da, und es spielen eben Adolf Busch und Rudolf Serkin und beginnen auch mit Mozart erstmal. Und da beschreiben sie dieses Konzert, hier eine Passage lese ich daraus vor. Es war wunderbar, sagt hinter uns eine vertraute Stimme, und da wir uns umwenden, erkennen wir Albert Einstein, der von Princeton hereingekommen ist, um uns zuzuhören. Das ist Deutschland, sagt er. Das ist das wahre und das beste Deutschland. Was für ein Glück, dass wir es überall wiederfinden, wo solche Musik gemacht wird. Und was für ein Beweis, wenn wir noch einen nötig hätten, gegen diese Rassenidiotie. Kann man sich ein schöneres Beispiel, Zusammenspiel, ein reineres Ineinanderaufgehen denken, als das, was diesen beiden, dem Hellen und dem Dunklen, dem Arier in Anführungszeichen und dem jungen Juden gegeben ist? Sein weises, großes, freundliches Gesicht verfinstert sich für einen Augenblick. Dann scheint er irgendwo hinten in einer Ecke des Saales etwas zu entdecken, was ihn tröstet. Wir folgen der Richtung seines Blickes. Kein Zweifel, wer da an der Wand gelehnt ist, Toscanini, der Maestro.